So, jetzt sollte es passen. Jetzt sollte es aufnehmen. Hallo, ich begrüße euch zu einem weiteren VLDC-Level. Diesmal vom lieben Stevie Boy, der auch Hallo. dabei ist, den man hoffentlich auch gut hören kann. Genau, von dem haben auch schon einige Hacks gespielt. Und der hat, nachdem er das Sariel-Video gesehen hat, gesagt: Hey, ich will auch. Und ja, warum nicht, ne? Ist ein kleines Level, kann man schnell aufnehmen. Red in Blue Shift heißt es. Ich stelle mir ganz spontan irgendwas mit On-Off vor, aber das ist ja eigentlich vanilla-technisch gar nicht so einfach möglich, ne? Also vielleicht stelle ich mir irgendwas Falsches vor. Bin gespannt. Ach so, ja, genau, es gibt On-Off. Ja, na klar, gibt's On-Off. Also ein interessantes Intro, das gucken wir uns mal kurz an. Bei mir ist das Sound ein bisschen laut. Der Ingame-Sound. Also der Ingame-Sound. Okay, ich weiß nicht, wenn du den Stream guckst, ob du das einzeln runterstellen kannst, von mir abhängig. Also, dass du nicht mein Mikrofon runterstellst, sondern nur den Ingame-Sound. Ich versuch's mal aus. Aber du hast gesagt, du bist am Handy, ne? Ja. Okay. Weiß nicht, ob das da einzustellen ist. Für die Aufnahme ist der Ingame-Sound ja eigentlich normale Lautstärke. Okay. Hello, how are you doing? Good, that's very nice to hear. I'm just asking because I love you and I care about you. I'll bake you a big pie. I low. Okay. Ich finde, das ist bis jetzt mein bestes VLDC-Level. Okay, ich kann mich spontan an deine anderen tatsächlich gar nicht erinnern, muss ich gestehen. Aber ich weiß gar nicht, ab wann du mitgemacht hast. Vielleicht kenne ich die auch überhaupt nicht. Ja, es gab ja auch keine Hacks davon. Ja, Zum das heißt, zehnten von elften. bei dem großen Level-Hack warst du noch nicht mit dabei. Nee. Ah, okay. Ja, dann ist klar, dass ich mich nicht erinnere. Dann habe ich höchstens bei Emero mal gesehen, wenn er das Level gespielt. Oh, das okay, das sieht schon mal cool aus. So, das. Okay. Yo. Portal. Now we are thinking with portals. Okay. Okay. Wie macht man das denn wieder ohne AS? Das sind irgendwie so Warp-Blöcke, aber so Warp-Blöcke werden ja wieder AS. Das muss ja irgendwas sein, was Vanilla funktioniert. Okay. Also, das ist ein Sprite, der eigentlich kaum benutzt wurde im Spiel. Aha. Das ist so ein Warp-Hole und wenn du das so stackst, Oh Mist. dann teleportierst du dich halt weiter weg, Ach wenn du sie krass. stackst. Ja, jetzt ergibt der Name Red in Blue Shift schon wieder viel mehr Sinn. Okay, das ist cool. Okay, alles klar, alles klar. Mal schauen, ob ich das ohne Save. Oh Gott, ohne Save jetzt hinbekomme. Es wird ja nicht allzu lang sein, schätze ich mal, ne? Ah, Mist. Ja, es ist bisschen schwer. Ah, ich bin mal gespannt, wie weit ich ohne States komme. Und ab wann ich sie vielleicht brauchen könnte. Aber krass. Da ist auf jeden Fall schon mal. Was mache ich denn da unten? Da ist auf jeden Fall schon mal der erste. Hä? Kann ich darauf nicht spinjumpen? Wahrscheinlich versprungen. So, zack. Diesmal versuchen wir uns einfach nicht treffen zu lassen. Bei dem Viech da unten. Ich glaube, da kann ich einfach erstmal runter. Ja, da kann ich gechillt runterfallen. Okay. Da jetzt vielleicht nicht. Ungünstiges Timing. Ja, warte mal eine Runde. Das könnte jetzt besser funktionieren. Jo. Muss ich nur dem Kollegen ausweichen. Ah. Dem Kollegen ausweichen. Nein, ich war wieder zu. Ach, ich muss da warten. Ich lerne es nicht. Ich lerne es nicht. Wie lange hast du gebraucht, bis du es geschafft hast? Also einmal komplett durch. Wie? Wie lange hast du gebraucht, bis du es geschafft hast? Also einmal komplett durch.
So ein bisschen unter 4 Minuten. Okay. Na gut, du hast wahrscheinlich die einzelnen. Nein, ich bin immer zu schnell. Ich muss da warten. Ich muss da warten. Okay. Ich habe mir schon fast gedacht, dass es ein bisschen zu kurz sein würde. Aber ich glaube, das wird ein ordentlich langes Video. Hier kommt drauf an, wie lange ich mich jetzt noch an der Stelle anstelle. Ich habe ja die Stelle schon beim. Das ist ja immer das Ding bei mir, ne? Ich schaffe die Stelle beim ersten Mal und dann mache ich Quatsch. Ich bin ja ganz woanders am Anfang gestorben. So, hier warten wir. So, besser. Viel besser. Okay. Perfekt. So, das hatten wir auch schon. Und dann bin ich weiß gar nicht mehr wo. Ach, ich bin an dem Cooper da unten. Ich bin einfach in das Netz hochgeklettert, weil ich dumm bin. Ich muss einfach weiterklettern. Ja, wow. Ganz umsonst gestorben und dann ganz viel Videozeit beansprucht. Okay, aber jetzt ist alles neu. Der Sprite wurde im allerersten Level in SMW benutzt. Ah, okay. Aber das sieht man ja nicht. Das ist ja unsichtbar. Das ist wohl wahr. Wisst jetzt auch gar nicht, wo. Bei dieser diagonalen Röhre, wo du rausschießt. Ah! Aber hast du cool hier umgesetzt. Gefällt mir. Wait, sind das hier Türen? Ah ne, das sind blaue. Okay, kann ich aber nicht da durchwerfen. Nein, die gehen da kaputt. Okay. Durchwerfen kannst du nicht, aber du kannst sie mitnehmen. Ah, dann. Oh, okay, ich verstehe, was ich tun muss. Zum Glück sind da ganz viele. Oh nein! Achso, ich muss aber. Okay, ich muss nur einmal und dann kommt er schon runter. Cool. So, dann warten wir hier nochmal. Plopp. Nice. Ah, Midway. Sehr schön. Das habe ich bestellt. Perfekt. Oh, schöner Farbeffekt. Auch das hier wieder alles nicht. Nicht Schoko, sondern über Vanilla irgendwie geregelt, dass das so wechselt. Wahrscheinlich ist es gar nicht so. Oh, okay. Gar nicht so schwierig, wie es immer aussieht, aber wenn man es nicht kennt, wenn man den Trick dahinter nicht kennt, dann ist es immer erstmal beeindruckend. Am besten immer am letzten Moment reinspringen ins Portal. Ja. Wow, was war das? Das war die falsche Taste, alles klar. Ja, dafür sind ja auch extra zwei Plattformen da. Ja. Man muss gar nicht so ungeduldig sein. Yo! Ah, das ist auch cool. Achso, einfach durch. Okay, da kommt irgendwas, wo ich draufspringen. Ah, ja. Kann. Okay, da machen wir jetzt die drei, nutzen wir wahrscheinlich aus. Jawohl. Jawohl. Oh, das ist cool. Und dann hier auch mal vorsichtig. Oh, das war knapp. Okay. Ja. Ich möchte ungern jetzt nochmal sterben. Hab es ganz schön weit geschafft. Kommst gut durch. Also es spielt sich echt cool, also muss man sagen. Nice. Ups, da wäre ein Leben gewesen. Noch ein Midway. Ah, Bossfight. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ach, da oben sind jetzt da oben sind die Blöcke, ich verstehe. Yep. Ja, gut, jetzt habe ich die. Extra Pilze mir einfach gesnackt. Oha! Da unten kann ich sogar stehen. Das habe ich gar nicht realisiert. Aua! Okay. So, schon viel besser. Einer noch. Nein! Hätte gerade in die Wand gehen, der Frechdachs.
Oh Mist. Ich hoffe, der hält so lange. Ja, das sollte passen. Tschüss. Nice. Nice. Sehr schön. Congrats. Sehr schön. Ja, das war wieder cool. Also. Nice. So gar nicht was, was man jetzt erwartet als Level. Ne? Also so einen Effekt hat man eigentlich auch selbst in Schoko hat man das auf die Art und Weise so noch nicht wirklich gesehen. Das ist schon was Cooles wieder. Könnte ich jetzt. Oh, auch das hast du eingebaut, dass man hier gleich zum Boss kommt. Ah, okay, das ist auch cool. Ich weiß nicht, die Pilze hier, ich denke, es ist gedacht, wenn man klein reinkommt oder so, dass man halt zwei Pilze hat, ne? Ich kann dich gerade kaum hören. Achso, weil du. Okay, ich mache die Musik. Ich mach den In-Game-Sound aus für dich. Ich habe gemeint, die zwei Pilze, die hier stehen, das ist, wenn man klein reinkommt oder so. Ja. Ja, okay. Weil ich wollte sagen, die, so für mich als. Ich hatte jetzt schon zwei Pilze, da haben die mir irgendwie nicht so viel gebracht, weil ich habe die gleich eingesammelt. Ja. Es gibt doch eine Röhre, die erscheint nach diesem One-Up. Bei dem Midway erscheint sie auch, die Röhre. Ah, okay, alles klar. Ja, aber echt cool. Danke. Also da, ich wüsste jetzt gar nicht, ich könnte es überhaupt jetzt nicht vergleichen mit dem von Salz, weil es ist halt so ganz was anderes. Man muss das natürlich, es wird ja dann immer so aufgeteilt, ne, auf Grafik und auf Game Design und was auch immer alles. Ich könnte niemals so ein Level objektiv bewerten. Da sehe ich mich nicht in der Kompetenz, deswegen, war einfach auch ein echt schönes Level. Also ich hoffe schon, dass du auch damit einen vorderen Platz bekommen wirst, aber wir werden sehen. Danke, also ich hoffe auf die Top 50 mindestens. Also das wäre krass, wenn du weniger hast, also dann würde wieder irgendjemand was machen, was... Ich meine, aber man hat es ja auch bei anderen VLDCs gesehen, dass teilweise die Bewertungen einfach nicht nachvollziehbar sind. Ja. Irgendwelche ganz komischen Level landen vorne. Aber gut, es sind halt keine Profis in dem Sinne. Ich glaube, dass dieses Level auch einer der ersten, wenn nicht das erste, ist, dass diese Warp-Löcher benutzt. Ja, also ich habe das so, in der Form habe ich das noch überhaupt nicht. Die sind aber sehr limitiert, weil manchmal funktionieren die überhaupt nicht. Aha. Wie lange hast du gebraucht, um das zu bauen dann? Also insgesamt, keine Ahnung, 4 Tage oder so, weil ich habe dann so zwischendrin habe ich gar nicht dran gearbeitet. Aha, okay, alles klar. Ja. Ja, war cool. Kann ich nicht anders sagen. Bin ich auch wieder gespannt, was die anderen dazu sagen werden. Ich denke mal, Trakes und Rasierer werden auf jeden Fall ihre Meinung äußern. Und dann bedanke ich mich, dass du gefragt hast. Hat Spaß gemacht, weil ich werde ja ansonsten komme ich ja wahrscheinlich nicht dazu, VLDC-Level zu spielen, weil ich einfach nicht der Typ bin, der sich die dann einzeln runterlädt und alle einzeln durchspielt. Wenn ich die nicht auf einer Oberwelt präsentiert bekomme, dann bin ich irgendwie nicht so motiviert. Hoffentlich gibt es einen Hack davon. Das wäre schön, aber so wie Sayas es gesagt hat, ich glaube, die werden das nicht machen. Wer weiß. Es scheint nichts geplant zu sein, weil halt keiner die Oberwelt und so weiter dann bauen möchte. Also vielleicht, du kannst dich ja vielleicht freiwillig melden, Oberwelt zu bauen, wenn du Bock hast. Dann baust du die Oberwelt für den VLDC irgendwas. Es muss ja nicht unbedingt so fancy sein wie im 9. Ja, es könnte ja einfach, einfach halt, dass in einem Hack alle Level drinstecken, aber vielleicht ist es auch gar nicht so einfach, das hinzukriegen. Ja. Ja, gut. Es sind ja mittlerweile schon 135 Levels. Ach du grüne Neune. Ja. Okay, dann ist Top 50 natürlich schon wieder auch, ich sag mal, gar nicht mal so verkehrt. Aber es kommt halt darauf an, was alle anderen bauen. Ne? Wenn jetzt alle so krasses Zeug bauen wie du und Sariel, dann wird es halt schwierig, da irgendjemand muss dann hinten landen. Aber... Ja, ich könnte es jetzt hier nicht vergleichen. Ich sehe mich nicht in der Lage dazu. Gut. Aber ja, wie gesagt, ich bin gespannt, was andere dazu sagen. Vielleicht habe ich irgendwas wieder übersehen oder so. Vielleicht könnt ihr dir noch irgendwelche. Wobei jetzt war, glaube ich, Abgabe, ne? Ja. Also das ist jetzt okay, das ist jetzt eh durch. Um 6 Uhr, ja. Dann kann dir auch keiner mehr deine Idee klauen.
Gut, ja, dann kommt das Video ganz regulär morgen um 9 Uhr. Ich habe nämlich noch nichts aufgenommen. Und mit Okay. Dani kam ich noch nicht zum Aufnehmen, kann ich gleich kurz allgemein sagen. Es kann sein, dass vielleicht Mittwoch noch kein Video kommt, weil wir nehmen dann Mittwochabend auf. Vielleicht kommt dann erst Donnerstag wieder ein Video und ich. Ist egal. Also nicht wundern, falls mal jetzt einen Tag oder 2 Tage nichts kommt. So, das Alles nur klar. allgemein. Okay, dann sage ich nochmal Danke zu dir und war jetzt, ich hoffe, es hat geklappt mit der Lautstärke. Es war jetzt für dich die Ingame ein bisschen laut, das heißt, du hast mich nicht so gut verstanden. Aber ich denke, wir haben das ganz Ja. gut hinbekommen. Ich habe auch aus Versehen auf Videoübertragung geklickt. Ich hoffe, das sieht man nicht. Also Nee, bei also mir. aufgenommen wird ja bei mir eh nur ZMZ. Okay, gut. Da kann überhaupt nichts anderes passieren. Okay, dann ja, mach's gut und danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.